Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lupus Lab. Heute ganz kurz nur einmal hier so eine Übersicht, wie viel man so braucht, wenn man das selber alles macht. Ich habe hier 10 Säcke Rotband, das ist zum Verputzen von den Wänden. Dann hier die Busleitung, 2x50 Meter nochmal zusätzlich. Dann haben wir hier dieses M20er Leerrohr, wo die ganzen Unterputz- bzw. Unterestrichleitungen reinkommen. Ein paar Eckprofile, Trockenbau-Eckprofile. Putzprofile und hier die mit den Matten da dran und Betonkontakt, damit der Putz besser hält an den Wänden und nochmal 100 Meter Datenkabel extra zu den schon vorhandenen 200 Metern. Das heißt insgesamt 300 Meter Datenkabel. So, gehen wir gleich mal rein. So, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer und hier sehen wir meine spezielle Leitung. Diese Leitung geht zu einer Unterverteilung in die Küche. Die Küche ist nämlich ein bisschen ausgelagert. Und ich wollte nicht alles in dem Hauptverteilungskasten haben, weil sonst hätte ich die ganzen Leitungen der Küche immer quer durchs Haus ziehen müssen. Kommt mal kurz mit, dann zeige ich euch hier, wo die Unterverteilung von der Küche hinkommt. Und zwar ist hier ausgelagert aus dem normalen Hausquerschnitt hier der kleine Raum für die Küche. Hier wird die Unterverteilung für die Küche sein und der Rest der Küche ist dann hier in diesem Raum. So, hier ist nochmal kurz die Unterverteilung erklärt. Ich habe hier oben Reinklemmen von Phoenix Kontakt genommen. Hier die Einspeisung durch dieses dicke Kabel, was ich gerade gezeigt habe, 5x16 Quadrat. Das geht dann hier auf diese drei verschiedenen RCDs. Das ist der RCD für die ganzen Küchensicherung, der Herd und die ganzen Spülmaschine und so weiter. Dieser RCD mit dem LS hier, dem kombinierten LS, L1, L2, L3 plus M ist für die Wallbox oben für das Elektrofahrzeug in der Garage drüber. Und dieser kombinierte RCD-LS, der ist für einen geplanten Whirlpool. Ja, den haben wir noch lange nicht gekauft, aber der ist schon mal eingeplant. Die werden alle von dieser Einspeisung hier oben gespeist, also die drei RCDs. Und dann haben wir hier unten noch zwei quasi KNX-Devices. Einmal ein Dimmer. Der Dimmaktor ist dafür da, dass man das Küchenlicht dimmen kann. Und ein Universalaktor zum Schalten der Rollos in der Küche. Einmal das Fenster für das Rollo und dann einmal die Tür in der Küche zum Öffnen. Ferner haben wir hier so eine Markise. Die Markise kann man auch auf und zu machen, deswegen ist das auch hier an dem Universalaktor. Und einmal Licht an und aus für zwei Lampen, die hier noch in der Küche sind. Also KNX ist hier auch schon vorgesehen, der Rest ist ganz normale Küchenverteilung. Aber ihr seht, allein schon für den Raum der Küche braucht man eine komplette Unterverteilung hier. Ne? Und das wollte ich nicht noch in dem Hauptverteilungskasten haben. Und das war's für heute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.